darf ich mal kurz dazu sagen. Wir haben das Plan gehabt, ungefähr 1918, 1938 und wie vor 60 Jahren, 1958, Getreideernte. Getreideernte 1918 war dort sicher alles nur mit dem Habergeschirr, mit der Sichel und Binde. Das heißt also, wir brauchen da den Schnitter. Die Schnitterinnen, die das, die Ähre wegnehmen, auf Gerble legen. Dann kommt der Mann mit der Antraggabel, legt sie da drauf und dann kommt der Binder, wird die Garbe zusammengebunden. Da dazu haben wir dann das Pferdefuhrwerk. Da sind wir also schon ein Stück moderner. Da wären wir mit der Mähmaschine, das ist auch ein Baujahr 1925, wären wir mit der Mähe, mit dem Ableger. Und dann, wenn es bloß noch die Frauen wegnehmen, wird der gleiche Ablauf wieder sein, wie früher auch. Bündel machen oder Garbe machen und dann anschließend aufstellen. Im späteren Takt kommt dann der Bindemäher, Baujahr 1958. Einer Fahrer, der dabei ist, der haben wir dann auch, der ist Baujahr 56, also passt alles zusammen. Und nur der Inhaber oder der Besitzer vom Traktor, der ist ein paar Tage jünger, aber wenn wir das nächste Mal brauchen, dann passt er vielleicht auch da nicht.